Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mockanwälte. Guten Tag, mein Name ist Lukas Bell und ich bin als Rechtsanwalt im Steuerrecht bei Kaspers Mock Rechtsanwälte in Koblenz tätig. Handwerkerleistungen und sonstige Dienstleistungen im Haushalt werden allzu oft bei der Steuererklärung vernachlässigt, obwohl diese einen erheblichen Vorteil gegenüber Werbungskosten und Sonderausgaben haben. Denn diese Leistungen können direkt von der Steuer abgezogen werden und sorgen unmittelbar für eine Steuerersparnis. Deshalb wollen wir uns heute damit beschäftigen. Gibt es Maximalbeträge, die insgesamt abgezogen werden? Von diesbezüglichen Kosten können 20% abgezogen werden. Allerdings ist dies auf Maximalbeträge beschränkt. Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen ist dies beschränkt auf 4.000 Euro, bei Handwerkerleistungen auf 1.200 Euro und bei einer haushaltsnahen Beschäftigung auf 510 Euro im Jahr. Welche Leistungen können von der Steuer abgezogen werden? Von der Steuer abgezogen werden können allerdings nur Kosten für die Leistung an sich, also Stundenlohn und Arbeitslohn. Nicht abgezogen werden können Materialkosten und Fahrtkosten des Handwerkers. Was sind haushaltnahe Handwerkerleistungen? Haushaltsnahe Handwerkerleistungen sind solche Leistungen, die sich auf die Reparatur, Erhaltung oder Modernisierung des Hauses beziehen, also die Bausubstanz selbst betreffen. Begriffsdeutend ist dabei, dass es sich nicht um Arbeiten für den Neubau des Hauses handelt. Dabei können kleine Arbeiten wie die Reparatur des Wasserhahns abgezogen werden, aber auch größere Arbeiten wie die komplette Erneuerung des Badezimmers. Was sind haushaltnahe Dienstleistungen und Beschäftigungen? Haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäftigungen sind zunächst einmal solche Leistungen, die eben keine Handwerksleistung sind. Sie betreffen vielmehr die Haushaltsführung an sich. Es sind also Arbeiten, wo man sich dann die eigene Arbeit im Haushalt spart, wie beim Putzen, bei der Gartenarbeit oder beim Räumen des Gehweges vom Schnee im Winter. Nicht umfasst sind Arbeiten des Friseurs, wiederum umfasst sind aber auch die Arbeiten für die Pflege eines Angehörigen. Um Dienstleistungen handelt es sich dabei, wenn diese von einem Selbstständigen oder einer Agentur erbracht werden. Wenn man allerdings die Person beispielsweise im Rahmen eines Minijobs anstellt, handelt es sich wiederum um eine Beschäftigung. Wann sind solche Leistungen haushaltnah? Dabei sollte man sich nicht von der Gebäudebeschränkung bei der Handwerkerleistung irritieren lassen. Die Haushaltsnähe bezieht sich vielmehr auf den Lebensmittelpunkt, also auf die Hauptwohnung. Daher können dabei nicht Arbeiten abgezogen werden, die sich auf die Zweitwohnung oder die Ferienwohnung beziehen. Gibt es weitere Voraussetzungen, die es zu beachten gilt? Ansonsten muss eine Rechnung vorliegen, in der der Arbeitslohn gesondert ausgewiesen wird. Außerdem ist ein Abzug nur möglich, wenn man diese Arbeit unbar bezahlt, also per Überweisung. Dabei muss dann auch der entsprechende Beleg vorgelegt werden, also ein Überweisungsbeleg oder ein Kontoauszug, auf dem die Zahlung ersichtlich wird. Greift ein solcher Abzug dann nicht nur für Hauseigentümer? Nein, der Abzug ist auch für die Mieter möglich, wie letztens der BfH entschieden hat. Unter weiteren Voraussetzungen ist das sogar möglich, wenn man die Zahlung nur an den Vermieter auf eine Nebenkostenrechnung hin leistet. Diesbezüglich wenden Sie sich aber bitte an Ihren Steuerberater oder an einen Steuerrechtler. Haben Sie ein Fazit bzw. eine Handlungsempfehlung? Wie anfangs gesagt, handelt es sich hier um ein vielfach vernachlässigtes Feld, wo man allerdings viel Geld herausholen kann. Wenn beispielsweise ein Handwerker 12,50 Euro für den Arbeitslohn in Rechnung stellt, hat man wieder 2,50 Euro Steuern rausgeholt. Man hat sich quasi sein Feierabendbier verdient. Deshalb nutzen Sie das bisschen Aufwand, es hilft Ihnen selbst. Der Rechtstipp wurde Ihnen präsentiert von Kaspers Mock Anwälte.